Leute und herzlich willkommen zu wieder Adopt Me. Und heute werden wir, wie gesagt, erstmal sparen. In diesem Spiel, es heißt Adopt Me. Und ja, dann gehen wir jetzt hier raus aus diesem Haus. Die erste Idee habe ich schon mal, indem wir einfach unseren Hotdog-Stand, also ich werde mich jetzt bei ihm teleportieren, bei den Geschenken. So, dann bin ich nämlich bei den Geschenken und dann kann ich da meinen Hotdog-Stand dann gleich hinmachen. Und ja, dann können die Leute schon mal was kaufen. Mal gucken, ob der... Ah ja, dieser Server ist ein bisschen leer, aber das ist kein Problem. Ah, da kommen ja schon die ganzen Leute, die waren einfach nur auf der anderen Seite. Komischerweise sind jetzt die Leute auf der anderen Seite immer nur und nicht mehr in der Mitte. Also schon ein bisschen komisch. Ah, wir haben wieder Geld bekommen, das ist ja super. Dann brauchen wir nicht so lange warten, bis wir wieder Geld bekommen. Und ja, dann nehmen wir jetzt mal unseren Hotdog-Stand und stellen den hier hin. So, wie viel kostet denn der andere? Der andere kostet 3. Also machen wir unseren zu 2 Euro. Weil dann kaufen unsere, also halt mehr Leute. So, 2 Euro. Wow. Ja, es ist jetzt so richtig. So, 2 Euro kostet jetzt und jetzt ist unser günstiger. So, und ja, deswegen werden wir jetzt einfach schon mal weiterlaufen. Wenn jemand unseren Hotdog-Stand kauft, dann kauft er den einfach. Und ja, wir werden jetzt da hingehen einfach. Und Leute, ich wollte euch mal zeigen, ich habe heute, bevor das Video anfängt, möchte ich euch mal zeigen, was ihr bitte noch vor diesem Video macht. Was sagt mein Hund? Like und Abo nicht vergessen. Na dann, vergesst Like und Abo nicht. So, packen wir ihn mal wieder ein und gehen jetzt weiter. So. Ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Ich würde sagen, weil ich schon Hunde habe, werde ich heute mit euch die Hunde großziehen. Weil wenn ich jetzt die Katzen schon großziehe, dann ist das ein bisschen doof, wisst ihr? So, nein, danke. So, wir holen mal unser Hoverboard raus und nehmen unser Pad in die Hand. So, jetzt werden wir hier mal langfahren und ich würde sagen, als erstes werden wir mit unserem Pad einfach spielen, egal ob es eigentlich nur nicht spielen will oder nicht. Wir werden einfach trotzdem was machen mit dem Pad und ja, werden jetzt mal loslegen. Also als erstes werden wir auf die Riesenschaukel gehen, auf der ich wirklich in meinem ganzen Adopt-Me-Leben, wie kann man sagen, Adopt-Me-Leben. Leute, ich bin gerade mal einen Monat auf Adopt-Me und ja, ich war halt noch nie auf dieser Schaukel drauf. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass diese Schaukel hier ist. Deswegen werden wir jetzt erstmal dahin gehen und diese Schaukel ausprobieren. Ich habe sie wirklich noch nie ausprobiert und ja, deswegen will ich sie mal ausprobieren. So, wir sitzen drauf und jetzt schaukeln wir schon mal los. So. Und wenn unser Pet eine Aufgabe hat, dann werden wir die ganz schnell erfüllen und ja. Wir sehen uns dann gleich, wenn das Pet die erste Aufgabe hat. So, Leute, ich wollte euch mal fragen, ich habe jetzt, mein Pet hat zwar noch keine Aufgabe, aber ich wollte euch einfach mal fragen, soll ich beim nächsten Mal einfach so eine Story machen, also zum Beispiel, wenn mein Pet jetzt zum Beispiel so tun, als wenn mein Pet krank ist, dann sagen, oh mein Gott, mein Pet muss ins Krankenhaus, sage ich dann aber auf Deutsch. Alles, ja, werde dann sozusagen so ein Adopt-Me-Story-Timer. Und ja, jetzt hat erstmal unser Pet Hunger. Werden wir es erstmal füttern. Ja, es werden vier Teile kommen von diesem Video, da, ja, ich 4 Hunde habe. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe. So, Leute, mein Pet muss jetzt schlafen. Dann werden wir jetzt einfach in den Petladen gehen und mein Pet hier schlafen legen. So, ich habe ihn jetzt schlafen gelegt und wir warten jetzt, bis er ausgeschlafen ist. So, warten wir mal hier ein bisschen. So. Gleich hat er es geschafft. Und ja. So, er ist voll und wir sehen uns, würde ich dann sagen, auch schon bei der nächsten Aufgabe. So, Leute, die nächste Aufgabe ist jetzt, dass ich mein Pet... Wow, ich knall erstmal an die Wand, Leute. Gebt dafür unbedingt ein Like.
Warte, ich bin jetzt erstmal hier hängen geblieben wieder mit meinem Hund. So, ich nehme ihn jetzt in die Arme und jetzt gehen wir schon mal duschen mit. Also jetzt duschen wir ihn. Danach wieder auch auf den Spielplatz, dann können wir auch schon mal danach auf den Spielplatz gehen. So, ich werde ihn jetzt hier reinmachen. Dog. So. Mal gucken, gleich ist er sauber. So, Leute, und wir sehen uns auch gleich, wenn wir schon bei dem Spielplatz sind. So, Leute, jetzt sind wir auch beim Spielplatz. Und unserem Pet spielt auch hier schon ganz schön. Ich werde mal hier rauf drücken. Guck, er freut sich auch schon. Oh. Er ist müde. Du wirst jetzt aber nicht schlafen. Warum setze ich mich hier rauf? Warum? Was macht mein Pet da? Keine Ahnung. So, wir werden jetzt so hier rüber springen. Hier rüber. So. Und jetzt müsste eigentlich unserem Pet auch schon fast nicht mehr langweilig sein. Also wenn es mir jetzt so, warte, wir können noch mal kurz auf die Schaukel gehen und dann müsste es eigentlich auch schon fertig sein. Ja, Leute, es ist fertig und wir sehen uns dann auch bei der letzten Aufgabe. Und ja, bis dahin. Tschu! So, Leute, jetzt hat unser Pet auch schon Hunger. Ja, wow, ich bin jetzt an den Mensch gekommen hier. Mensch ist ja auch eine nette Bezeichnung. So, füttern wir erstmal mein Tier. So. Mann, ihr bekommt dafür nichts. So, ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim zweiten Teil.